die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los, unsere Polonaise, von Blankenese bis hinter Wuppertal, am Kamler Kreuz rechts. Das ist aber echt hier gerade eine Frage wie zwischen Tür und Angel, weil ich bin heute richtig busy, Arbeitslaune, gar nicht so vorbereitet in Videostimmung. Und Max guckt mich an mit einer Stimmung, die könnte Fragen hervorbringen, die den Krämer aus der Reserve holen. Ne? Könnte. Wir haben neue Funktion, sehe ich. Ja, ich weiß nicht, das sieht so hell aus hier. Da musst du nochmal einen ausmachen. Ja? Mhm. Hauptsächlich mit dem Ton. Ja, hell, ne? Nicht noch weißer als sonst. Geht das? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich muss mal ins Solarium gehen. Vielleicht kann man Manu was empfehlen. Der von zu Hause, der schläft, er hat kein Bett, der schläft in einem Solarium. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber nur sein tätowiertes Beinchen so guckt raus. So, so. Ja, nein, nein. Oh, nee. Ja, gut, wir gucken mal, was so Themen. Also letztes Mal, Frage-Anfang-Video kam ja ganz anders an, würde ich sagen. Ich glaube, davor, das war sogar das Thema, wo das mit den Grünen war. Und, nee, das war letztes Mal. Das war letztes Mal. Wurde ich sehr viel darauf angesprochen. Das ist nicht der Grund, warum wir das jetzt so machen. Aber ich kann mir vorstellen, es kommen Fragen zu dem Thema. Nee. Okay, gut. Das haben wir bewusst umgangen. Nee, gut. Ist ja, nee, aber es war für mich sehr spannend. Und wir sind aber auch, der Herr Kubik ist sehr stark dran, verschiedenste Drehtermine zu organisieren, die mir und euch eine hohe Befriedigung geben im Wissensstand über Zukunft. Und erst nach diesen Videos, möchte ich gerne ein Video machen, da habe ich mit Mobo auch schon mal drüber gesprochen, wo ich unbedingt meine, nicht die Zukunftsprognose, sondern meine Zukunftsprognose abgebe bis 2030, 35. Ich sehe das nicht gut. Ich sehe das sehr, sehr, sehr problematisch und sehr kritisch aus verschiedensten Blickwinkeln. Nicht als Autonerd, das nicht. Weil ich höre immer und wie vorwurfsvoll, ja, oh, gehen die Sportauspuffanlagen dann weg. Nein, nein, nein. Ich sehe das global, wirtschaftlich. So sehe ich das und dann werden wir danach ein Video machen zu dem Thema, weil ich möchte meinen Wissensstand auch noch ein bisschen erweitern, um auch wirklich fundiert was dann nachher sagen zu können. Aber das wird ein emotionales, starkes, bildstarkes Video dann werden. So, los geht's! Okay. Erstmal die viel, viel, viel gefragte Frage nach der Erklärung. Stopp! Ich muss da nochmal einwenden. Okay. Der neue Insta-Trend überhaupt ist, der mich ankotzt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Jeder bei Insta macht mittlerweile so. Hey, weil so viele gefragt haben, den Pulli gibt's da und da. Digga, niemand hat dich gefragt. Ich höre es raus, dass dich niemand gefragt hat. Hey, so viele haben gefragt, wo ich mein Shirt her hab. Das gibt's bei mir im Online-Shop. Fall die Treppe runter, Alter. Jeder ist doch so. Mich haben so viele gefragt, wo habe ich meine Zahnbürste her? Digga, deine Zahnbürste hat doch keiner gesehen. Hat keiner gefragt, wo deine Zahnbürste ist. So, los geht's. In dem Fall haben wirklich Leute gefragt. Nach der. Wie viele? Erklärung? Fünf? Ja. Nee, ungefähr 4.862. Okay. Locker. Ungefähr. Die Erklärung, Geschwindigkeit, lass es sehen. Ich habe das Story neu erzählt. Also, ich werde jetzt dazu eine Erklärung abgeben. Diese Erklärung hat das große Risiko, dass das vielleicht das Ende der Lassisee bedeutet. Und da muss ich auch mal ganz kurz energischer drüber reden. Und ihr darauf könnt ihr euch dann beziehen. Alle Parteien können sich darauf beziehen. Der Grund, warum wir das dort nicht zeigen, ist, weil die Lassisee eine Geschwindigkeitsbegrenzung hat. Staatlich. Wenn wir die nicht zeigen, kann man uns da nichts vorwerfen. Wir fahren nicht deutlich über diese Geschwindigkeitsbegrenzung, aber da appelliere ich an den intelligenten Zuschauer. Und der, der das drunter kommentiert, den zähle ich nicht dazu. Ich sehe mich als einen nicht dummen Menschen. Wenn wir über 10, 12, 15 Videos die Geschwindigkeit nicht einblenden und nicht drauf eingehen, muss dein Kopf eigenständig verstehen, da ist was, was nicht ist, was man nicht sagen darf. Da ist irgendwas im Raum. Das musst du selbst verstehen. Und wenn das dann weiter so vollführt wird und er nicht darauf eingeht, wird es auch ein Problem geben. Und dann musst du verstehen, dass dein Anspruch nicht ist, verlangend zu fordernd in den Kommentaren, dass ich zu erklären habe, warum das da nicht steht. Das musst du verstehen, nicht ich. Ich versuche uns, Unterhaltung, Entertainment weiter zu behalten. Und es gibt Sachen in unseren Kreisen, kleinere YouTuber haben das Problem nicht, aber wir sind leider wir sind am obersten Ende dieser Nahrungskette von diesen Autovideos. Das sage ich nicht, um anzugeben, sondern wenn einer angepisst wird, wenn einer angekackt wird,
wenn was nicht gemacht werden darf, ob 100, 200, wenn was ist, dann bin ich das. Und ich bin der, der am meisten als erstes angepisst wird. Die anderen nicht, weil dann kommen so Kommentare, ja, aber bei dem und dem ist das auch. Ja, das liegt daran, weil das 5.000 oder 30.000 Leute gucken so ein Video. Da ist das dann nicht so interessant. Bei uns ist es interessant, weil es 700.000 und 800.000 Leute sind, die so ein Video gucken. Und dann ist die Kacke ganz anders am Dampfen, mein Freund. Ich versuche nur, gute, legale, tolle Unterhaltung zum Thema Automobil zu bieten. Vertraut mir, ich bin nicht doof. Wenn ich was nicht tue, hat das seinen Grund. Punkt. Aussage. Musste ich jetzt mal so loswerden, weil ich habe Kommentare gelesen, wo die drunter schreiben, die meine Mutter wären. Warum ich das denn, er soll gefälligst mal erklären, warum. Bin ich gerade emotional, ne? Ja, ein bisschen aufgeladen, merke ich. Ich habe Angst hier, dass aber zum Glück können wir das ja alles schneiden. Nein, das ist okay. Ne, das jetzt aber auch, wer weiß. Nein. Aber dadurch, dass ich jetzt das im Video so sage, lenke ich den Scheinwerfer auf uns und das kann das Ende bedeuten. Applaus. Weiter geht's. Okay, perfekt. Zur nächsten Überleitung. Perfekt. Zur nächsten Überleitung. Zum nächsten Punkt. Siehst du dich denn selbst als emotionalen oder eher analytischen Menschen? Jetzt gerade eben hätte ich geschätzt, es wäre emotional. Aber war ja auch analytische Punkte dabei. Ich finde aber, ich gebe die Frage immer eher lieber weiter. Ich finde, so selbst beschreiben ist immer so doof. Mhm. Findest du dich eigentlich hübsch? Oh, ne, also ich finde, sowas sollte man nicht... Da bin ich eigentlich analytisch. Ja, jetzt gerade bist du total analytisch. Ich finde, sowas sollte man nicht selbst beschreiben. Bin ich ein analytischer Mensch oder ein emotionaler Mensch, der Kubik? Sowohl als auch. Ich würde gar nicht sagen, dass man das ganz klar trennen kann, weil jetzt gerade, wie wir gemerkt haben, eigentlich eher grundlegend analytisch. Aber wenn es halt in einen gewissen Bereich geht, wo du merkst, dass da jemand dir doof kommen will und ans Bein pissen will, kannst du auch sehr gerne emotional werden. Aber grundlegend würde ich erst... Sehr gerne! Momo guckt gerade so, oh ja, das kann man. Ja. Nein, nach einer fremden Meinung kann ich jetzt auch was zu sagen. Ich würde mich zu 85% analytisch sehen und 15% emotional. Aber wenn ich emotional bin, dann geht's ab. Wir sagen mal so, du versuchst eigentlich immer eher analytisch an die Sache ranzugehen, statt emotional. Aber es kann halt passieren, dass es auch mal emotional wird. Wenn es emotional ist. Ich würde mich vorstellen, die anderen so in die Runde zu denken, und jetzt passiert's. Jetzt einmal anschneiden und die Reise geht los. Aber ich mache eine starke menschliche Veränderung durch gerade, extrem. Auch durch mein neues Zuhause. Also muss ich echt sagen, ich verändere mich gerade schon sehr doll. Merkt auch, glaube ich, jeder hier so. Ich verändere mich echt. Ja. Okay, nächste Frage. Hast du das Gefühl, seit dein Hobby zum Beruf wurde, dass du kein Hobby mehr hast? 100% richtig. Mhm. Ich habe kein Hobby mehr. Fabian war mit Julian am Bilsterberg. Mhm. Und Phil hat mich auch gefragt, Philipp, hey, komm zum Bilsterberg und so, können wir eine Runde fahren und so. Und die lassen nicht alle da in Ruhe. Punkt 1, jeder unterstellt immer von seinem eigenen Lebensstil, dass sie alle in Ruhe lassen. Wenn ich am Bilsterberg auftauche, dann kommen die und dann quatschen die mich voll. Und ich möchte einfach da nicht quatschen. Wenn mein Wochenende ist, möchte ich schon Pierre sein. Warum soll ich zum Bilsterberg fahren, auf der Strecke zu fahren? Mein Job ist fahren. Ne? Und auch schnell fahren. Wenn wir auf der Lassisee fahren, das ist kein Bilsterberg, das verstehe ich. Aber die dabei waren, wenn ich 3 Autos pro Tag fahre, habe ich mein Fahrsoll halt getan. Dann ist Fahren durch. Und das ist ja Teil meines Dings. Die meisten haben dieses Glück nicht. Aber mich zu fragen, ob ich dann mitkommen will auf die Strecke zum Fahren am Wochenende, ist so nach dem Motto, du fragst so einen Doktor, der ja nur Herzchirurgie macht. Sollen wir am Wochenende mal mit dem Nachbarn ein Herz rausnehmen? Wäre doch mal was Geiles. Nee, habe ich jetzt Montag, Dienstag schon gemacht. Ist ja egal. Guck keiner zu. Kannst du so für dich mal machen. Ah ja, cool. Nee, also ich bin super gerne zu Hause am Basketball spielen. Super gerne im Fitnessstudio mittlerweile. Fahrradfahren tue ich. Sehr, sehr viel. Komm nach Hause, Freitag, wenn das Wetter passt. Erster Weg ist aufs Fahrrad und fahren und ich gehe in den Wald oder sowas. Also ich mache das, was ich vom Montag bis Freitags nicht mache. Aber dadurch, hast du recht, habe ich mein Hobby verloren und habe kein wirkliches Hobby wiedergefunden in derselben Qualität, wie die Autoliebe war. Ja, aber ich glaube, viele Leute, die checken das nicht. Dass wenn das Hobby wirklich zum Beruf wird, denken alle Leute, das ist natürlich immer super geil und so. Aber du hast das Hobby nicht passiert, mehr. Obwohl Kochen. Doch Kochen hat eine ähnliche Affinität. Kochen und jetzt kommt was ganz Ekliges. Denken. So als Hobby. Ja, also ich plane Dinge, ich denke Dinge, ich rechne Dinge aus, ich schreibe mir kleine Zettelchen und recherchiere und mache und zu. Aber das ist auch ein Hobby. Arbeit? Ja. Ein bisschen, es hat immer mit der Arbeit zu tun, aber das ist auch der Grund, warum die Firma hier ist. Ja, und dann frage ich mir so viele so, ja, Jean-Pierre, hast du auch viel Glück gehabt, ne? Dann denke ich so, nein, du. Ja, ich sehe dich in deiner Insta-Story den ganzen Tag irgendwo rumpimmeln und fliegst von da nach da in Urlaub, wunder dich nicht. Es ist schon Fleiß. Okay.
Das wird wieder ein bisschen lustig. Ich finde, Max ist die Nummer 1 für Frage-Antwort-Videos. Moderator werden. Ja, wirklich. Okay. Richtiger Seelenstrippies, einer sitzt da voll im Moment. Okay. Ja, das Problem ist immer, ich muss mir dann ausdenken, noch so, okay, wie können wir jetzt daraus weiterarbeiten, dass das auch noch zum Schluss sich dreht. Nicht extrem lang wird. Machst du saubere Übergänge? Was? Ich versuche es, okay. Gebe mir Mühe. Nächste Frage. Okay. Was unterscheidet dich von einem normalen Chef? Normal, Anführungsstrichen. Dass ich zwischendurch einfach furze. Absolut, glaube ich. Zum Beispiel. Auch keinen, ja. Nein, aber ich glaube, ich bin... Du schreist deine Mitarbeiter nicht an. Nein, ich schreie nicht, aber ich rede manchmal sehr streng. Aber auch einfach diese Strenge kommt, weil die Ernsthaftigkeit in der Firma sehr gestiegen ist in den letzten Monaten bei gewissen Themen. Das ist auch jetzt nicht oft. Mhm. Aber der große Unterschied ist, glaube ich, der, dass ich eigentlich wie ihr sein will. Ich will auf der anderen Seite sitzen und ich glaube, jetzt will ein Chef. Ich glaube, die meisten Chefs wollen Chef sein und du bist Mitarbeiter und ich bin immer Chef. Aber eigentlich will ich gar nicht Chef sein, eigentlich will ich auf der anderen Seite sitzen. Das beschreibt eigentlich ganz gut. Und ich will auch Spaß. Aber würdest du auch gerne Kontrolle abgeben einfach? Also wirklich sagen, hey, mach den Stuff so, ist wenn mir gerade wüsste, egal. Wenn ich wüsste, dass es 100% funktioniert, ja. Dann gerade mit dem Kubik noch vor... Aber das ist auch für so einen Typ wie dich. Vor 6 Stunden noch, vor 5 Stunden noch drüber gesprochen, ja. Mit dem Fabian, genau über das Thema. Und ich rede es offen. Ja. Mein Level an Qualität und an Gedanken, Denktempo ist hoch. Und mein Anspruch ist sehr hoch. Fabian macht einen tollen Job. Und das Süße ist auch, das sehe ich in den Kommentaren immer öfter, wenn ich mal was kritisiere, dann bin ich sofort am rumhaten, bin ich ja nicht cool, dass du das machst schon, Pierre und so. Ich bin einfach nur fucking real. Und wenn jemand Scheiße macht, macht er Scheiße. Und das macht er auch Scheiße. Egal, wie doll ich ihn mag, dann macht er Scheiße. Und Fabian macht auch Scheiße. Ja. Bisschen ne? Menschlich. Richtig. Aber das ist jetzt zum Beispiel so, dann feiern welche Fabian, ach, finde ich nicht gut, dass er ihn so anmacht vor der Kamera, vor den Leuten und so. Mhm. Ja, aber deswegen bist du auch da im Leben, wo du bist. Ja, also hier läuft die Nummer real. Es ist einfach real und nur so kommst du vorwärts. Dieses Wischiwaschi vor sich selbst so schützen und das kannst du so nicht sagen, weil dann ist er verletzt. Nein, hier sind klare Worte und das macht auch die Firma aus. Und das Verletztsein ist ja auch wieder nur der Schutz desjenigen, wenn er sich davor schützen will, das einzugestehen, dass er auch die Scheiße gebaut hat. Oder ich liege falsch. Aber ich liege halt da leider nicht so oft falsch. Ich würde gerne ja. Öfter falsch liegen. Aber zum Beispiel bei Fabian ist es so, dass die Firma so doll wächst. Und er ist stark gewachsen, aber der Wachstum muss noch mehr gehen, weil er, glaube ich, manchmal nicht ganz registriert, was es verlangt, das zu machen. Aber woher soll er es auch wissen? Weil Fabian habe ich aufgenommen in dieses Becken als absolutes, als Junge. Jetzt ist er in dieser Position, in der er ist. Das heißt, es ist mir fehlt das wieder bei mir, dass ich das noch weiter reinkippen muss, was mehr Strenge verlangt, weil sein Naturell ab einem gewissen Level nicht mehr natürlich so mitmacht, weil Fabian hat auch in sich einen hohen Komfortzonenbereich. Und jetzt ist die Firma aber so groß, wir können jetzt für einen Mitarbeiter, der eine hohe Leitungsfunktion hat, diesen Komfortzonenbereich ausbauen. Firma wächst aber nicht, Firma geht nirgendwo hin, aber Fabian hat Komfortzone. Und da ist die Frage, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt, dass es für Fabian cool ist? Nein. Weißt du? Und es ist ein gewisses Risiko für viele Mitarbeiter, fürs Unternehmen. Oder sagen wir, hey, pass auf, mein Freundchen, hingucken, wo die Hand klatscht, wir müssen in die Gänge kommen und du musst auch dich weiterentwickeln, ja? Da gehören Sachen zu, wie Aufgaben abgeben können, Fehler erkennen und abgeben können. Ja, weil im Moment, das ist das Gespräch heute Morgen, momentan ist es in vielen Dingen eigentlich keine Erleichterung für mich, Fabian. Jetzt denkt euch alle, weil, wenn es hart auf hart kommt, muss ich trotzdem noch erinnern und muss ich trotzdem noch die Sache sagen und dann denke ich mir, wofür ist er dann da? Hart gesagt, viele Dinge macht er auch sehr gut, aber bei der Firma ist es so, dass manche Fehler können richtiger Tritt in die Eier, wenn man reinschneiden, wie es aussieht, wenn einer in die Eier tritt. Ich bin ein richtiger Zwitz in die Eier sein. Und ich merke, ich bin denn sehr ernst in diesem Frage. Ja. Leck mir im Arsch. Aber ich falsch angeteased. Ja, ich auch. Ja. Nein, aber ich meine das nie böse. Es ist einfach nur so, dass ich will Sachen richtig machen. Und konzentriert und gut. Dazu gehört manchmal auch Disziplin. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du Fabian als Jung quasi hierher geholt hast. Ich hab noch Bilder gesehen vor ein paar Tagen, wie dieser Junge. Säugling. Wie dieser Junge. Wirklich dieser Dustin kennst du, ne? Ja, kenn ich. Dustin in groß. Ja, aber da hast du hart... Und noch jünger, ne? Also nicht Dustin, wie er jetzt ist. Ja. Sondern Dustin in 6 Jahren nochmal jünger und groß. Okay, da kann ich ihn noch nicht. Aber kannst du dir vorstellen, also einfach ein kleiner Boy. Da wäre jetzt nämlich die Frage, bei welchem Mitarbeiter hat dich der erste Eindruck extrem getäuscht? Es gibt einen Mitarbeiter, wo er sich sehr getäuscht hat, das war Julian. Mhm. Unfassbar. Ich fand den super von Anfang an. Nee, Fabian war...
extrem anti-Julian. Extrem. Ja. Und ich habe Fabian gesagt, nein. Und er war wirklich so vetomäßig. Also, wenn du das machst, das ist ein Fehler. Das ist scheiße. Das ist ein, hast du gesagt, Disco-Pumper? Ja. Und so, ne? Ich mochte Julian gar nicht. Der kam hier hin und dann Jean-Pierre hat mir den quasi aufs Auge gedrückt als Aushilfe für die Messe und hat gesagt, ey, wir brauchen noch, frag den mal. Und ich habe dann trotzig, ja, ich habe mir gehofft, der meldet sich, der sagt eh so, nee, kein Bock. Und dann rufe ich den an und frage, ja, wann kannst du denn? Ja, ich kann jeden Tag. Ich denke so, scheiße. Wenn er das jetzt sieht, ey. Dann hatte ich den Typ jeden, das weiß Weiser, ich. Weiser, okay. Also, da hatte ich den Typ einfach auf der Messe. Wusste ich vorher, ich habe den Typ jetzt auf der Messe jeden Tag an der Backe. Und am ersten Abend kommt er zur Messe. Ist und? Und er dachte, wir sind verheiratet. Ab da waren Julian und ich ein Arsch und ein Kopf. Und ja. Also erster Eindruck zählt. Und wo ich mich getäuscht habe, erster Eindruck, wo seine Leistung gestiegen ist, ganz doll, oder Eindruck? Einfach, wo du gesagt hast. Nee, mein Eindruck ist eigentlich immer ganz gut. Ich wusste zum Beispiel auch, dass Julian das top ist. Das ist ja die Grundvoraussetzung quasi, wenn er sagt, er stellt jemanden ein. Weil wenn er keinen guten ersten Eindruck hat, findet die Person ja, glaube ich, gar nicht den Ja, aber es gibt ja trotzdem Mitarbeiter. Zum Beispiel, ich weiß, in dir steckt viel mehr, als du weißt. Okay. Aber der Groschen ist noch nicht gefallen. Der fällt gerade, das merkst du, glaube ich, auch, dass wir warm werden, dass das alles sich mehr einmanövriert. Ja. Aber ich weiß, dass du noch kannst. Was Schönes. Ja, ja. Da habe ich noch was vor mir. Ja, ja. Gar nicht so verkehrt. Ne? Ja, okay. Ne? Momentan vom Progress, der Erleichterung und des Beitrags des Unternehmens sehe ich Max momentan ganz weit vorne. Ja. Sehe ich auch so. Dankeschön. Ja. Ne, sehe ich wirklich. Und das ist ja das, was ich brauchte. Diese Person, die macht. Und du machst ja momentan sehr viel ohne meinen Input. Ne? Momentan machst du ja sehr viel so. Mhm. Und deswegen bin ich da sehr... Aber auch echt geiles Zeug, aber das sehen die Leute erst in Monaten. Aber man muss ja wirklich sagen, man kann Max schon mal so blind Vorschusslobe entgeben. Das ist echt, echt guter Stuff, ja. Gute Kreativität und vor allen Dingen nicht abgeguckt. Das ist das Geile. Also da sind Sachen bei, wo du immer sagst, ah, okay, davon grob, aber Sachen, die habe ich nie gesehen vorher und überzeugend. Also echt geil. Ja. Und das sage ich nicht, Dankeschön. Weil du jetzt gerade hier die Kamera angesehen hast. Sondern das meine ich wirklich. Also da ist echt eine gute Entwicklung. So. Okay. Ist da vielleicht was dabei, was du auch selbst gerne können würdest, weil da hätte ich nämlich noch eine Frage. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du wahnsinnig gerne können? Singen. Aber ist für dich unerreichbar? Singen. Singen? Ja. Ich singe momentan sehr viel. Zu Hause habe ich eine Anlage und ich habe nie zu Hause Musik gehört, okay? Okay, krass. Nie. Immer im Auto. Jetzt höre ich jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, als erster Griff zur Anlage und ich höre zu Hause Musik. Und ich singe. Aber was würdest du denn machen, wenn du singen könntest? Würdest du auf die Bühne gehen, oder? Nein. Erstmal Album aufnehmen. Nein. Also was hast du davon, wenn du singen kannst? Gute Frage. Aber was möchtest du singen können? Aber für in meinem Kopf kann ich singen. Wenn ich zu Hause bin und trille einfach so los. Ja. Für mich in meinem Kopf kann ich singen. Aber ich weiß, ich kann es nicht. Hast dich aufgenommen, mal? Mhm. Ja, das ist ganz schlimm. Ist schlimm. Ja. Ich habe mich aufgenommen, habe ich schon mal erzählt. Ich habe jeder schon gemacht. Ja, ich habe mich aufgenommen, 15 Sekunden. Ich habe nur 3 Sekunden abgehört. Jeder hat schon mal gedacht, er kann singen. Ich habe es gelöscht, ohne es zu Ende zu hören. Habe ich gestoppt, gerückt, gelöscht. Habe gesagt, komm, das hast du gelernt und verstanden. Du kannst nicht singen. Okay, eine Sache, die ich gerne kommen. Aber könnte ja Hobby werden jetzt. Wenn du sowieso jeden Tag singst, könntest du ja auch sagen, ey, jetzt möchte ich richtig singen lernen. Aber was würdest du singen wollen? Finde ich noch mal interessante Frage. In Japan doch in die Karaoke-Bar. So Jodeci, so Boys to Men, so richtige Soul-Balladen, so richtig rausschmettern. Das wäre auch geil. Das wäre auch geil für uns dann, wenn du morgens hier reinkommst, erstmal Boys to Men hier rein. Momo so, warum sagst du das? Was ist denn los? Du kannst du auf Gitarre begleiten. Ja, das wäre voll musikalisches Erlebnis. Ja, nein, also jetzt sage ich dir da was, wo viele mir einen Strick draus drehen. Gefühlt, was jetzt nicht körperlich so Voraussetzung ist, ich sehe bei mir kein Limit. Also ich finde einfach, wenn ich einen anderen sehe, der was macht, ich sehe einen Typen, der was macht, dann mach ich das auch. Und wenn ich es jetzt nicht kann, dann muss ich einfach lernen, üben, Kraft, springen, machen, tun. Ich finde, man merkt das, wenn du irgendwelche Sportarten machst, wie zum Beispiel beim Tischtennis, was du vorher nie gemacht hast. Man sieht, du guckst dir an, wie einer das macht und dann, das sieht am Anfang sehr technisch aus bei dir, wie so ein Roboter, weil du einfach aufsaugst, wie der das macht und setzt das um und dann auf einmal hast du dir die Technik abgeguckt. Tischtennis ist ein gutes Beispiel. Ja, weil du kannst vorher gar nicht spielen. Nein. Du jetzt Tischtennis wie einer, der Tischtennis spielen kann. Ja. Am Anfang, und jetzt sind die Bewegungen auch flüssig. Am Anfang waren diese Bewegungen, die du jetzt machst, so richtig abgeguckt, so ich muss das so machen in dem Winkel. Ja, nee, aber das ist, ich sehe einfach keine Logik drin. Dieses Selbstlimitieren, das ist auch das Problem, in Deutschland bei den Jugendlichen sich selbst down zu graden, aber auf der anderen Seite ist auch das Problem der deutschen Jugendlichen, sich auch herbe hoch zu graden mit Scheiße, die sie nicht können und sich einbilden, dass sie es können. Aber ich sehe kein Limit. Jeder kann alles, Mann. Alles.
Es gibt ja auch immer die falsche Bescheidenheit, dass man denkt, man sagt, naja, ich kann es nicht, würde es ausprobieren und könnte es vielleicht, aber traut sich dann nicht mehr. Das ist doch wirklich auch so. Mehr Eier, wir brauchen wirklich mehr Eier, alle Mann. Auch beim Thema Automobil, beim Thema in den Vorständen, in der Politik, in der Industrie, finde ich keine Eier, sage ich ganz klar, auch wenn es Freunde von mir sind. Ihr habt alle, also sehr viele, haben ihre Eier irgendwo abgegeben. Waren aber gerade beim Tischtennis. Was sind denn die höchste Priorität in deinem Leben? Weil wenn man dich Tischtennis spielen sieht, könnte man echt meinen, das ist das Wichtigste, was du hast. Das ist ein Untergänger. Erklär mal nicht schlecht dafür. Nicht, dass Markus wir nennen, wir nennen das wir nennen das Max Chef. Kannst du mal ausprobieren. Meine höchste Priorität? Ja, wo du sagst, es gibt nichts Wichtigeres. Mich zu mögen. Mich zu mögen. Bin ich auf dem Weg. Also Akzeptanz oder so selbstliebemäßig? Ich glaube, eine gewisse Selbstliebe muss man haben. Mhm. Und ich habe null. Ich habe wirklich null. Ich habe keine Liebe zu mir. Aber da gehe ich richtig aktiv. Also diese Wochenenden und dieses neue Zuhause helfen mir da echt sehr, sehr viel, dass ich eine Eigenliebe entwickle. Und ich glaube, dadurch mache ich auch die Veränderung durch, die euch auch euch zugutekommt. Mhm. Weil ich sehr, sehr kritisierend mit mir bin. Und das habe ich euch oft auch auf euch projiziert. Ein Fehler war so, was war das? Ne? Warum machst du einen Fehler? Scheiße, habe ich es nicht gesagt. Aber durch diese Eigengeschichte und mit mir anders beschäftigen, werde ich ja ruhiger. Ich kriege ja Kommentare bei Insta und überall von verschiedenen Leuten, die mir dann drunter schreiben so, ey, man merkt, du bist chilliger. Und das tut mir unheimlich gut, weil ich mir denke, okay, cool. Durch die Linse merken die Leute langsam, dass ich echt chilliger werde. Das war ja auch mein Ziel. Auch oft. War auch mein Ziel, ja, ja. Und mein Ziel war auch, das zu schaffen und ich bleibe mit euch, weil ich mache das gerne. Das, also wenn ich mir das vorstelle, die Firma bleibt und ich bin wirklich ein entspannter Typ. Mhm. Und ich gehe da auch mit um. Ohne das ganze Depressionsthema, ohne diese ganzen Sachen in mir. Und die Firma bleibt. Und die ist auch erfolgreich, weil ich habe immer die Angst, in dem Moment, wo ich das loslasse, wird die Firma unerfolgreich. Ist das denn die größte Angst, die du hast, dass die Firma nicht mehr erfolgreich ist? Nicht wegen dem Geld, sondern wegen dem Erschaffenen. Wenn ich jetzt hier zurückfahren würde, hätte irgendwie 1000 Euro netto im Monat, hätte kein Auto mehr, würde das 60 Tage dauern und ich hätte mich arrangiert. Ich würde, glaube ich, nicht nochmal neu angreifen, dass ich sage, jetzt werde ich Musiker. Das würde ich, glaube ich, nicht tun, aber ich würde mich damit mit arrangieren. Aber was schade wäre, wenn einfach dieses, weil ich glaube, JV Performance ist mehr als ein YouTube-Kanal, und mehr als eine Tuning-Firma. Mhm. Das glaube ich. Ich glaube, es ist mehr als das. Weil ich sehe andere YouTuber, die echt viele Follower haben und auch ein geiles Publikum haben, die auch mögen. Aber die mögen die. Und ich glaube, bei JV Performance ist es mittlerweile ein Hauch mehr als mögen. Ich glaube, für viele ist das so dieses der beste Freund, der durch die Mittagspause führt. Einfach. Auch so. Mit einer Meinung. Ja. Weil eine Meinung, ich bin heute sehr kritisch, eine Meinung, wer hat denn noch eine Meinung? Wer sagt denn noch seine Meinung? Und wenn ich manche höre, die eine Meinung sagen, ist es nach meiner Meinung viel wischiwaschi. Mhm. Noch ein Kommentar, den ich letztens gesehen habe. Das fand ich echt so verletzend wie früher, finde ich es nicht mehr, aber ich finde das krass. Und zwar, wir machen mal die Szene rein, wo ich mich so kaputt lache, wo ich mit dem Düsenkart zurückkomme. Da habe ich einen richtigen Lachanfall. Und dann schreibt einer drunter, kann man gestellter und gefakter lachen? Und da habe ich mir gedacht, boah, krass. Weil da habe ich echt so hart gelacht wie lange nicht mehr. Und ich habe mich innerlich super gefreut, wie doll ich lache. Mhm. Ich habe lange nicht mehr so krass gelacht. Und dann liest du, wie einer drunter schreibt, kann man gefakter lachen? Und dann denke ich mir, puh, Digga, das ist mutig. Ich würde mich freuen, der es geschrieben hat, wenn er es jetzt sieht, dich einzuladen. Nein, aber ich würde mich freuen, wenn du hier hinkommst. Wenn du hier hinkommst und wenn ich an dem Tag nicht da bin, zahlen wir dir auch Hotel und wir unterhalten uns. Mhm. Ich würde mich wirklich gern unterhalten mit der Person. Und auch zu verstehen und auch zu lernen, was ihn bewegt. Weil dann kommt da drunter dieses so, ja, ist meine eigene Meinung. Weil dann haben die sich unterhalten unter dem Kommentar. Mhm. Ja, ist doch meine Meinung. Ich kann auch sagen, ist doch Meinungsfreiheit. Hat ja aber nichts mit einer Meinung zu tun. Exakt. Ist einfach nur schlenkern. Exakt. Schießen. Und da ist der feine Unterschied. Und dann hat er sehr klug geschrieben und die anderen dann sehr, weil dann viele im Publikum waren dann sehr aggressiv ihm gegenüber, was auch nicht korrekt ist. Und dann, jetzt hat er dann sehr korrekt darauf hingewiesen, dass er nicht so aggressiv angefahren werden soll, was stimmt, schützt aber nicht vor seiner Aussage. Weil klar kann er das so sagen, aber ich finde immer noch, dass in dem Detail des Satzes, finde ich, manche Sachen einfach nicht korrekt waren. Da war kein vielleicht oder könnte sein oder so, sondern es war so. Ich habe gestellt gelacht. Buff. Und das ist nicht okay. Und dann diese allgemeine deutsche Supertugend ist doch meine Meinungsfreiheit. Ich kann sagen, was ich will. Und wenn du was nicht weißt,
Ja. Wenn du was vermutest, schreib runter, du vermutest. Weil wissen konnte er es nicht. Und ich kann dazu sagen, er lag falsch. Was war dein bester Moment 2021? Also bisher hast du irgendeinen Moment, wo du sagen würdest, das war das Beste. Düsencard, mit Düsencard war schon sehr lustig. Ja. Bester Moment 2021. Ja, wie ich zu Hause auf meinem Basketballplatz Basketball gespielt habe. Die Sonne schien, das war ein Wahnsinnsgefühl. War ein Wahnsinnsgefühl, ich war ganz alleine. Ich habe auf meinem Handy Musik gehört, muss ich noch dran arbeiten, ich muss mir so ein Ding umstellen. Und da habe ich gespürt, bevor ich gearbeitet habe, dass ich zu Hause Basketball spiele. Hattest du das erste Mal so, so krass, dass du wirklich das Gefühl hast, jetzt zu merken, ja. was du jetzt eigentlich erschaffst? Doch, das zu Hause hat mehrere Momente. Mhm. Sonst habe ich das so nicht. Weil das hat ja nichts mit euch zu tun, das seid ihr ja gar nicht. Ja. Das verdient auch kein Geld, das ist wirklich nur für mich. Ein Auto hat für mich immer eine Funktion von Unterhaltung auch. Aber dieses Zuhause, das ist nur ich. Und das ist schon neu. Und das macht schon einen Unterschied. Und das ist in 2021 schon einer der tollsten Momente. Jetzt, wo du das hast, könntest du darauf jemals verzichten? Ja, klar. Ich kann leider noch auf alles verzichten. Mhm. Aber das ist diese Reise, die ich gehen will. Ich will lernen, dass ich das nicht mehr kann. Also weil ich weiß, du kannst auf gewisse Dinge nicht verzichten und du auch nicht. Ja. Ich kann auf alles verzichten. Gibt es nichts, wo du sagen würdest, das hättest du, nichts. Das wird dir aber schwer fallen würde? Nichts. Nicht, das weiß ich, jetzt sind die Kritiker, die JP nicht so, feiert den nicht so doll. Die haben jetzt wieder die Angriffsfläche, sagen, guck mal, wie er das sagt, was meinst du, wenn man ihm das und das wegnimmt? Nein, ich habe psychologisch gesehen ein wirkliches Problem, man kann mir alles wegnehmen. Und es ist immer besser, wenn ich Fabian irgendwie reinbeziehe, weil der am meisten weiß, wie ich bin. Du kannst mir alles wegnehmen und ich kann mich arrangieren und bin fertig damit. Das ist dann doof zwar, aber ich bin nicht so, will ich aber wieder zurückhaben. Mir ist einfach leider alles egal in der Hinsicht. Du kannst es mir wegnehmen. An materiellen Dingen meinst du? Ja. Aber jetzt so gesundheitlich natürlich wäre schon immer gerade auch schlecht. Ja, gesundheitlich ist ja allgemein nicht so gut bei mir. Ne? Also, ja. Da fragen sich auch viele, was ist denn gesundheitlich so? Was ist denn gesundheitlich mit dir so? Und das ist so eine Sache, das ist dann zu tief. Mhm. Geht ja auch niemand was an. Wird's ja auch keiner ich sage aber auch andere viele Sachen, die niemand was angehen. Also. Stimmt wohl auch, ja. Eine noch. Ich mach jetzt, sonst beende ich hier. mach doch du einfach deine auch. Nee, mach du ruhig. Such dir noch was aus. Wir haben ja noch ein paar mehrere. Such dir einfach aus, was du. Ist ja dein Fragant auf hier. Aber ich frage mich, kann man Max überhaupt sehen, weil Max im Ende dem Zettel ist? Obwohl Max Gesichtsfarbe und der Zettel fast das gleiche sind. Wenn ich so mache, ohne Spaß? Ja, das ist kein Kopf. Der Kamera sieht genau aus. Okay. Okay, haben wir was Positives zum Schluss? Nee, haben wir nicht. Haben wir eigentlich nicht. Wir haben nur wirklich... Okay, vielleicht ist die... ist Wiederbeleben, ist das was Positives? Ich weiß es nicht. Was? Wiederbeleben? Ja, wir hatten aufgeschrieben, wenn du eine beliebige Person, egal wen, egal ob das eine Person ist, die dir nahesteht oder irgendjemand wild fremd ist, der dir in der Welt so an Prominenz oder so irgendwie, den du gerne wieder zurück hättest, wen würdest du wiederbeleben? Mir kommt direkt ein Name in den Kopf, aber es wäre zu schnell gegriffen. Ja. Wäre falsch, wäre Kobe Bryant. Ja, aber warum nicht? Okay. Also bei Kobe war das so, da habe ich echt so eine Woche dran gesessen, bin morgens aufgestanden und gesagt, das kann doch nicht sein. Der ist nicht einfach tot. Weil das war so buff, 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 ohne Krankenhaus, tak, 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 weg. Und den fand ich echt toll, das war echt kacke. Jetzt schreit die Tuning-Szene auf und sagt, Paul Walker. Also Paul Walker ist auch ein Kandidat für mich. Ja, voll. Ja, finde ich eine schwierige Frage. Ja. Das ist keine unfaire Frage, alle Fragen sind gut. Aber es ist eine Frage, die ich so in dem Video nicht beantworten kann. Aber wenn ich das nämlich sage, dann sage ich ja die Person. Dann ist das Thema durch. Ja, man kann ja so drüber reden, mal. Ja, also klar, also ich find ihn auch cool. Aber ich glaube, Kobe wäre vor Paul. Oh, wenn man sagt, ist schon böse. Ja, das ist schon scheiße. Das ist schon scheiße. Also das ist ein schwieriges Thema. Musikalisch Michael Jackson. Ja. Aber nur musikalisch. Genau. Weil das ist dann auch wieder ein Thema. Da kommt der hat halt echt auch, und da trennen sich auch die Geister. Ne? Stimmt das nicht? Und ich zähle mich natürlich, ich habe natürlich nichts mit Michael Jackson zu tun. Aber was ich schon spüre ist, wenn du der bist, der die meisten Leute hinter sich stehen hat, bist du immer der, der da weg soll. Am meisten. Du hast die bösesten, aggressivsten Leute, die dich ja unterholen wollen wieder. Mhm. Wenn du immer, du bringst 20 Alben raus, die sind immer auf Platz 5. Cool. Du bringst 20 Alben raus, die sind immer auf Platz 1. Das ist der, der gekriegt werden soll. Und das merke ich halt bei uns schon sehr stark. Und das lasse ich auch nicht an euch ran. Aber viele Leute, die ihr dann so schützt und so... Ich rede leider nur über den Dunstkreis, wo wir uns bewegen. Da sind echt viele Eulen bei, ne? Echt viele linke Bazillen. Dass ich das sage, finde ich schon weit aus dem Fenster gelehnt, weil die sagen das nicht. Die tun alle auf viele Feierkuchen. Echt krass. Und Gott sei Dank sind wir so ein Tanker, dass die denken, die können uns... Ich kriege mit, die wollen uns...
Und dann merke ich im Nachhinein einfach nur, okay, du hast also probiert, mich zu ficken. Es kam gar nicht bis zu mir durch, aber okay, ich weiß Bescheid, dass du ficken wolltest. Und es ist echt schon, bah, echt krass. Da sind ein paar Jungs bei, die feiert ihr hart. Und da sage ich jedes Mal ganz ehrlich, mit dem, das ist echt dünnes Eis, Alter. Ist so. Echt dünnes Eis. Mhm. Ja, weil jeder will das. Jeder will dahin. Zum Beenden ist das aber jetzt dann doch eine schwere Botschaft, oder? Haben wir nicht noch was Positives? Sag doch noch was Schönes, Mann. Sag doch noch was. Na, was Schönes, komm, du hast einen Wunsch frei. Irgendwas, kannst dir wünschen, was es ist, egal. Keine Grenzen. Was würdest du dir wünschen? Boah, da habe ich einen geilen Film gestern gesehen. Doch. Wonder Woman 1984, ja. So heißt der. Hast du schon raus? Geguckt? Habe ich angefangen, fand da ich geht's so geil. Da geht es nämlich genau darum, dass man sich was wünscht und so. Mit diesem Stein und dann geht der Wunsch. Teil 2, ne? Ja. Ja, aber spoilert das jetzt nicht. Also Momo würde sich wünschen, Fried Chicken kostenlos für den Rest seines Lebens. Wäre ja auch voll in Ordnung. Okay, was ich, wenn wir beim Thema Film sind, muss ich sagen, ich habe Joker nochmal gesehen, den Film. Der ist auch echt krass. Und das ist natürlich von der, ich glaube, dass viele Menschen den Film gucken und gar nicht die tiefere Message im Film sehen. Da ist nämlich noch eine Message dahinter. Und zwar, dass er ja anfängt zu lachen, wenn er bedroht wird. Er fängt ja, wenn was passiert, was extrem ist, fängt er an zu lachen. Und übertrieben spitz sagen ja die anderen Akteure immer, ist das so lustig, ist das so lustig? Und das spiegelt auch die Menschen so ein bisschen wider. Weil viele denken, wenn man lacht, ist es das echte Lachen. Aber was hinter den Kulissen, was im Kopf, was im Körper passiert bei einem lachenden Menschen, ist oft eine ganz andere Situation. Jetzt sind wir wieder bei einem ernsten Thema, merke ich gerade. Heute habe ich es dein Wunsch. Aber bei dem Film ist es wirklich ganz toll dargestellt und ich finde es schauspielerisch einfach erschreckend krass. Filmtechnisch umgesetzt auch. Die Stimmung, Filter, Musik ist ein Film, der ganz, den musst du ganz bewusst gucken. Was kaum einer tut, weil fast alle ihr Handy in der Hand haben, während sie einen Film gucken, was toll. Aber echt, echt ein Brett, ey. Bah. Also zu Hause ist es nochmal besser, wenn du wirklich ganz bewusst guckst, was er mit seinem Gesicht macht und wie geil der Regisseur die Kamera stehen lässt, ne, wenn er was macht. Und die Message ist... Ist echt gut. Echt trotzdem noch dein Wunsch. Okay, ich mach jetzt mal so. Ja, noch ein Wunsch, komm. Ein Wunsch, was war der Wunsch? Ein Wunsch, du hast keine Grenzen, du kannst dir wünschen, was auch immer auf der Welt. Okay, wir hören jetzt auf, ich gehe rüber und spiele mit Ben. Okay, das ist ein guter Wunsch. Okay, tschüss.